Alright, es sieht alles gut aus. Ich glaube, Bergmann ist nicht zu Hause. Dann kann ich die Zeit jetzt nutzen und mir vielleicht mal was gönnen. Ich brauche unbedingt neue Klamotten. Vielleicht finde ich ja da drinne was. Da scheint niemand in der Küche zu sein. Dann weiter. Schnell, schnell, schnell. Ich darf keine Zeit verlieren. Da scheint auch niemand zu sein im Wohnzimmer. Okay, dann nichts wie rein. Erstmal klingeln und auf Nummer sicher gehen. Okay, dann nichts wie rein. Hau Ruck. Okay, dann wollen wir mal rein. Los, los, los. Die Axt lassen wir lieber mal hier. Die brauchen wir nicht. Schnell, schnell, schnell. Ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert. Sowas habe ich noch nie gemacht. Okay, hier im Wohnzimmer sieht's mager aus für mich. Ich glaube, hier gibt's nichts. Gucken wir mal noch schnell in der Küche. Nein, die Küche scheint auch ziemlich leer zu sein. Eine Palme gibt's hier. Cool. Aber sonst ist hier nichts zu holen. Gut, wir müssen die oberen Stockwerke. Schnell, schnell, schnell. Ich will maximal eine halbe Minute hier drinnen bleiben. Hier geht's hoch. Dann hopp, 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 beeil dich. Ein Fernseher. Na toll. Aber den brauche ich ja nicht. Da läuft irgendwas. Bibi und Tina oder so. Okay, dann weiter. Och Mann, ich dachte irgendwie, hier würde ich in eine Goldgrube stoßen. Alright, alright. Noch ein Zimmer haben wir. Oh verdammt, im letzten Zimmer von dem Stockwerk ist auch nichts. Was haben die denn hier gemacht? Haben die hier die Taipo-Challenge gemacht? Oh Gott, die sind ja verrückt. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Noch höher will ich nicht, weil dann komme ich nicht mehr schnell genug raus. Ich muss mir was einfallen lassen. Ach du heiliger Strohsack, was ist denn hier passiert? Oh nein, da ist glaube ich ein Einbrecher drinne. Da traue ich mich nicht rein, das ist mir zu gruselig und vielleicht auch viel zu gefährlich. Der hat seine Axt hier gelassen, dann ist er bestimmt noch schwer bewaffnet. Nein, da gehe ich nicht rein. Hey, wer sind Sie? Ich bin der Bruder von Stefan Bergmann, wer sind Sie? Ich bin Ali, was suchst du hier in dem Haus? Ich wollte reingehen, aber ich glaube, da ist ein Einbrecher drin. Dann hol ihn doch raus, oder hast du Angst? Ich habe doch keine Angst. Na klar kann ich das machen. Aber keine Lust, ich warte lieber auf die Polizei. Was? Und wenn er dann bis dahin schon abgehauen ist? Los jetzt, rein da! Nein, nein, komm, wir warten lieber auf die Polizei. Kein Stress, die regeln das schon für uns. Du bist ein Angsthase, du hast Angst reinzugehen, gib's zu! Ich hab keine Angst, ganz ehrlich, dann gehe ich halt rein und regel die Sache. Oh Gott, warum muss ich immer auf hart machen? So ein Weichei, der ist in einer Minute wieder draußen. Hallo, ist hier wer im Haus? Hallo? Okay, scheint keiner da zu sein. Ich warte lieber auf die Polizei. Die regeln das. Kein Stress, kein Stress. Aber ich wäre auch reingegangen, also ich bin kein Angsthase. Geh zur Seite, du Vogel. Ali regelt das jetzt. Du bist ein großer Schisser. Folg mir wenigstens und schau zu, wie ich das mache. Okay, ganz ehrlich, dann schaue ich dir halt zu. Ich würde es aber auch alleine machen. Die Polizei ist eh schon verständigt. Geh zur Seite, ich kläre das jetzt. Wer auch immer in diesem Haus ist, er soll wissen, Ali ist jetzt hier. Jetzt gibt's Ärger. Ach, und plötzlich nimmst du eine Axt. Na klar, wenn du ein Messer hast, dann kann ich doch auch sowas nehmen. Ich muss mich doch auch vorbereiten, falls es zu einem Kampf kommt. Okay, mein Freund, gute Idee eigentlich. Ich check die Küche ab und du bleibst hier, du hältst die Stellung. Okay, da bin ich gut drinne. Haja! Oh, hier ist niemand, okay. Wir können weitergehen, ein Stockwerk nach oben. Hier unten ist alles sauber. Oh mein Gott, wenn ich diesen Mann erwische, ich ziehe ihm so die Ohren lang. Es auszunutzen, dass Emma im Krankenhaus ist und Stefan nicht hier. Aha, wenn ich ihn kriege, den mache ich fertig. Komm raus, ich krieg dich. Du willst lieber keinen Ärger mit mir bekommen. Du hast noch eine Chance, dich zu ergeben, ansonsten mache ich dich platt. Genau, genau, und ich helfe Ali. Okay, das war jetzt unnötig. Von dir brauche ich keine Unterstützung. Oh Gott, und was machen wir, wenn er bewaffnet ist? Dann mache ich ihn fertig. Mach dir keine Sorgen. Ich bin langjähriger Dönerverkäufer. Ich habe schon einiges erlebt. Hier muss er sein. Ich habe es im Gespür. Komm raus. Verdammt, die haben mich gleich. Vielleicht kann ich hier irgendwie zum Fenster rauskommen. Er muss hinter dem Regal sein. Oder er ist in den oberen Stockwerken. Buh. Ali, komm, nichts wie raus hier. Oh Gott. Auf deinen Freund kannst du dich wohl nicht verlassen, hä? Den brauche ich auch nicht. Mein Freund, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Ich bin Ali. Oh verdammt, und was denkst du, was jetzt passiert? Ich mach dich fertig. Entweder du kommst mit uns mit zur Polizei oder ich mach dich hier oben platt. Oh Mann, ich will nicht zur Polizei. Dann versuche ich es eben so. Verdammt, nicht getroffen. Ich treffe dich aber und nimm das. Mein Freund, keiner hält den Schlag von Ali aus. Los, komm hoch, ich brauche deine Unterstützung. Den haben wir zusammen fertig gemacht. Ich wusste doch, dass wir es packen. Du hast mir überhaupt nicht geholfen, ich musste es alleine regeln. Und jetzt bringen wir ihn zur Polizei. Und du da unten. Ja, was ist? Oh Mann, geht runter von mir, das tut weh. Das hättest du dir früher überlegen müssen, bevor du das gemacht hast. Wir bringen dich jetzt dahin. Und wenn du noch einmal versuchst abzuhauen, dann mache ich dich fertig. Okay, okay, ich geb's ja schon auf. Hallo, ist hier irgendwer? Ja, wir sind hier drüben im Bad, wir haben den Einbrecher. Sehr gut, die Polizei ist schon hier. Dann müssen wir ihn nicht mehr dahin bringen. Sehr gute Arbeit. Na los, stehen Sie auf. Wir bringen Sie jetzt zur Wache. Keine falsche Bewegung mehr, denn wir sind bewaffnet und wir haben einen Hund dabei. Oh, verdammt, das ging mächtig schief. Alles nur wegen mir. Ali, dem Einbrecherfänger.